GTÜ, Olaf, ist höchst zufrieden mit der Auswahl von den größten Fails, den lustigsten Momenten aus dem Bounce-House-Spieltag. Wir nennen das Nasenblutmoment der Woche und mit dem besten Intro der Welt sind wir auch noch ausgestattet. Viel Spaß! 7 serving 10. Oh! Auf der 1, Jean-Philippe Soll von den Gießen Grizzlies. Und der Mittelblocker aus Hildesheim hat sich da gedacht, bevor hier Kaderplätze abgebaut werden nächste Saison, baue ich hier mal lieber das Netz ab. Also wenn das nicht mal ein Paradebeispiel für POV eines Mittelblockers ist, kriegt den Ball natürlich nicht, denkt an, er darf endlich mal einen Prinschen, nö, Ball weggenommen, ja, dann mache ich jetzt einfach hier Schluss und ganz wichtig, nichts anmerken lassen. Ich habe gar nichts gemacht, gar nichts. Auf der 2, die Linienrichterin aus Königs Wusterhausen und laut des Geschmacks eines gewissen Holländers auf dem Court gab es in letzter Zeit zu wenig Nasenblutmomente und dann hat Mr. Klappi Klappi das Ding in seine eigenen Hände genommen. Ah, Nasenbluten. Ja. Auf der 3 schon wieder ein Grizzly, passt natürlich auch ein bisschen zur Saison, wobei Colito ja eigentlich zu den wenigen Lichtblicken gehört. Aber Thema ins Lichtblicken, so hoch ist die Halle eigentlich gar nicht in Hildesheim. Aber das bisschen Schnee auf dem Ball hat schon dafür gesorgt, dass Colito komplett Panik bekommen hat. Platz 4, zur großen Freude von Felix Fischer und Daniel Wieland in KW, Max Chamberlain mit dem Contender für Worst Serve of the Year. Nein, da haben wir wieder eine Nase. Da haben wir eine Dirk, Nase. Dirk, da hast du den Nasenhut. Also einen Rollshot so zu verkacken. Der war nicht mal, nicht mal ansatzweise am Netz. Ja, Hose runter, genau. Nicht so tief, Rüdiger. Ganz gerade und ganz vorsichtig und ganz ruhig. Ja, super, super. Was war das? Und zum grünen Abschluss Ben Petsch, Achtung mit Originalkommentar. Now he has an opportunity to atone for that previous error by getting a point on serve. Can he put this one in play? What on earth was that? Ach du heiliger Bimbam, was war denn da bei Benjamin los? Dem brennen auf der größten Bühne, die es gibt im Volleyball, alle Synapsen durch. Und das Geilste ist, der Aufschlag ist noch nicht mal legal. Allen hilfst du ihn hoch, aber selbst bleibst du liegen. Es ist nicht erlaubt. Man Nein, darf keinen Aufschlag beide, mit beide beiden Händen machen. International Highlight mit Benjamin Petsch. Das war doch mal eine stabile Episode. Ich glaube, da macht GTÜ einen Haken drunter.